Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Mountain Blade Warbands. Wir haben Kudan endlich erobert. Es war sogar fast schwerer als Rivercheck, aber wir haben es geschafft. Ja, nächstes Ziel wäre Burg Nelak. Ja, ich überlege, ob wir das schaffen können, aber ich muss jetzt mal meinen Lords ein bisschen Land überschreiben. Ich muss mal gucken. Wir gehen mal kurz zur Burg und gucken mal, wie sieht's denn hier drin aus? Oh, das könnte meine Hauptburg werden. Guck mal. Ist das nicht sehr spartanisch hier eingerichtet alles? Ich meine, es ist sehr... Aber es ist alles super schnell zu erreichen, oder? Es ist schon ziemlich cool. Will ich mich hier häuslich einrichten und dann Kuraf verschenken? Das könnten wir tatsächlich tun. Wäre das nicht grandios? Ja, machen wir. Häuslich einrichten. Um Kudan zu eurem neuen Hauptsitz zu machen, den kleinen Ausbau nötig. Ihr benötigt einen Satz Werkzeuge und einen Ballen Samt. Okay. Samt haben wir. Soll ich das jetzt wirklich machen? Ich meine, es ist besser, als immer bei Kuraf hoch und runter zu rennen. Es ist recht gut, hier überall hinzukommen. Aber Kuraf war jetzt lange meine Hauptburg. Ich meine, es wird sowieso irgendwann Reyvardin oder Dihirim. Weil Dihirim liegt eigentlich super zentral. Oder, kommt drauf an, wie wir Krieg führen. Tulga. Irgendwas hier. Oder irgendwann wird es dann Barie. Aber das ist schwer auszusprechen. Ja. Aber ich glaube, Dihirim oder Suno, Uxal. Das ist eigentlich alles so irgendwie super nah. Aber cool, dann wäre jetzt echt praktisch, weil da muss ich nicht mal hoch und runter laufen. Aber wie auch immer. Ist jetzt sowieso meine Burg, so ist ja nicht. Dame, Sepe, achso, ihr könnt alle gehen. Natürlich meine Fürstin, dürft alle gehen. Nein, ich will euch nicht schlagen. Kann ich mich bei euch allen einschleimen? Ich hätte mir eine von euch mal hier ehelichen sollen. Was? Oh mein, du Schuft, sowas einfach zu äußern. Dame Seomis, natürlich, ihr könnt alle gehen. Kanzler Herfass ist hier. Dame, meine Güte, die waren alle hier. Kanzler erfasst. Eine Nachricht, ein Geschenk in sein Vorratskammer. Bitte eine Nachricht über den Fürsten. Angelegenheit sprechen. Ich wünsche zu Innenpolitik. Ich wünsche unsere Innenpolitik zu ändern. Aha. Ich möchte mehr Untertanen in meinen Ländern. Was heißt das denn? Unsere Regierung ist ziemlich feudalistisch. Die höhere Schicht der Gesellschaft ist ausgewogen plutokratisch und aristokratisch. Unser Volk sind teilweise Leibeigene. Unsere Armee hat ausgezeichnete Qualität. Unsere Handelsambitionen sind weder Markantalismus oder Freihandel. Ich möchte mehr Entscheidungen bei Hof erhalten. Ich möchte den örtlichen Autoritäten mehr Entscheidungen selbst überlassen. Ich wünsche eine große Armee mit einfachen Waffen. Nee, der Adel soll mehr Macht erhalten. Die Kaufleute und Gilden sollen mehr Macht erhalten. Bitte nehmt stärkeren Einfluss auf die Wirtschaft, um die Produktion und Exporte zu erhöhen. Bitte haltet euch etwas zurück bei der Verwaltung der Wirtschaft. Ich werde alles Nötige in die Wege leiten. Okay. Ich wünsche, unsere Innenpolitik zu ändern. Unsere Regierung ist ziemlich feudalistisch. Welches Königreich interessiert euch? Lass mich erstmal so. Okay. Ich hoffe, das war jetzt gut, was wir getan haben. Wo ist denn... Ich wünsche Steuern in meinen Lehen zu ändern. Ich wünsche Besitz über Verbesserungen erhalten. Vorräte, Dienste befreit, Nebenlager, Schatzkammer. Schultheiß. Ja, das ist jetzt natürlich doof. Garnison. Müssen wir jetzt erstmal Zeug hier lassen? Nee. Alles, was an Infanterie da ist. Alles, was wir so gekriegen haben. Können auch mal direkt einen Büttel losschicken. Was tun wir denn hier rein? Auch Nord, würde ich sagen, oder? Oder Wägie. Wir können hier mal eine Burg voller Wägie-Rekruten halten. Das ist doch gut. So können wir nämlich immer sehen. Wo, ach, ist das schön. Weißt du, hier macht das nämlich nichts, immer wieder reinzulaufen. So, Schultheiß, komm her. Die ganzen Frauen sind weg. Schade. Ausbildung. Rekrutieren. Wägier. 50. Rekrutieren. Wägier. 50. Ups. So, erstmal, das muss ja reichen. So.
Jetzt gucken wir mal. Habe ich alle zurückgeschickt? Nee, wahrscheinlich nicht. Will ich ja noch gar nicht. So, jetzt gucken wir mal kurz. Wir warten nochmal kurz einen Tag. So, und los geht's. Warte, da helfen wir mal kurz. Karawane. Ach, das schafft ihr auch alleine, oder? Ihr seid ja schon groß. Schulus. So, Burg Dingensbummens ist das letzte. Ich will wissen, wie es da aussieht. Das sieht aber aus, als wenn die schon lange im Besitz von denen wäre. Alter, 111? Okay. Ich wollte nur sagen, weil ich habe ich noch nie gesehen, glaube ich. König Jarolek. Ist die Frage, wie viele jetzt hier noch sind? Ich hätte mal verkaufen müssen. Ich glaube, es sind alle weggegangen. Sind alle bestimmt erstmal nach Hause. Komm, wir sollen alle erstmal gehen, ja? Zurückkehren lassen. So, geht erstmal alle. Lord Tonyo, Dankeschön. Einer meiner besten Lords hier. Das verkaufen wir erstmal ein bisschen. 2000 so und so viel Dinare. Pfeile verbogen, toll. Met, Flachs, wo haben wir denn jetzt überall eigentlich? Dingensbummens. Ich kaufe mal gerade schon mal Zeug. Haben wir ein bisschen Platz da drin. Rohe Seide, Farbe. Ich muss hier auch Gewerbe kaufen. Werkzeuge müssen wir kurz auch dingseln, weil ich will vielleicht hier einziehen. Eigentlich wird das, weißt du, eigentlich kann ich auch die Stadt für mich beanspruchen. Ist doch egal, habe ich halt drei Städte. Habe ich halt drei Städte. Ich meine, ja, warum nicht? Mal gucken, ob ich genug Kohle dabei habe. Ich habe 8000 Dinare. Wir brauchen ein bisschen mehr. Wir haben ja genug in der Burg. Dann kaufen wir uns direkt hier das Dingensbummensgewerbe, weil da sollten auch hier Färber rein. Kämmerer. Entschuldigung. Machen wir direkt mal 10.000. Ja? Wir haben ja genug Kohle. Und kaufen uns direkt mal das wunderbare Produktionsgewerbe. Hätte ich doch bloß dieses Dingensbummens auf, aber... So, das haben wir. Wunderbar. Schenke. So, Lösegeldvermittler. Sehr gut. Hier, verkaufen. Sehr schön. Nochmal 1.900 wieder. Nehmen wir mit. Wieder 1.000 weg. Meine Güte. Okay. Tisma, haben wir eben geplündert. So, Kuraf. Nee, da haben wir Rivercheck. Da müsste der Samt- und Waren-Dingensbummens jetzt boomen. Können wir das da nämlich einlagern. Produktionsgewerbe. Oh, da wird gekämpft. Bestimmt wegen Dingensbummens samt Weberei. Ja, eigentlich ist es eine Färberei, aber die machen auch Samt. Das ist ein bisschen komisch, aber egal. Macht was Schönes draus. Los, los. Meine Güte. Ja, hier, Dörfler. Ich komme schon. Diese blöden Banditen. Ey, es ist die Seuche. Eigentlich kann man die eigentlich ignorieren. Ja. Eigentlich. Das Ding ist, ich habe nämlich meine Patrouillen alle verloren, weil ich die nicht mehr irgendwie haben konnte. War ein bisschen blöd alles. Boah, es sind nur 4 Stück. Ich muss nochmal neue schweinische Rekruten holen, bevor ich Krieg gegen die Rodox habe. Weil gegen die Rodox brauche ich riesengroße Armeen mit schweinischen Rittern. Und ich muss auch gucken, dass meinen Lords viele davon gebe. So viel dazu. Ich muss mal meine ganzen Typen einkerkern. Ich habe doch ganz viele Lords als Gefangene dabei. So, dann gehen wir mal kurz nach Kuraf und machen das mal. Ich meine, ich könnte schon diese Dörfer hier abgeben. Oder diese Stadt. Vielleicht mit jemandem tauschen, das geht ja auch. Zum Beispiel Mattheld sagen, hier gib die Burg an Vulkak. Und du kriegst Dingensbummens. Jetzt gehen wir erstmal zur Burg, so. Halt die Gefangenen jetzt nicht vergessen. So, viel Spaß im Knast. Hier geht ein Lanzenreiter, Kavallerie, Burg. Ja, ich weiß, die Laufe will... Oh, ich muss gut überlegen, wie ich das jetzt mache, wem ich was gebe. Aber dieser Vuldrat, der braucht auf jeden Fall eine Burg oder sowas. Ymira. Verratsanklagen, nein. Ich möchte Gehilfen, Vasallen in Lehen gewährt. Ich möchte, dass ihr einem meiner Vasallen Kudan Uslum Shulus Tismir, sagen wir mal Tismir, Fürstin Deshavi,
ich kann mal Fürstin Dishavi fragen, ob sie nicht tauschen will mit der Burg. Dann gebe ich Dishavi Kudan und gebe die Burg an den Vuldrat. Der hat ja zwei Dorfs. Immerhin. Komm, wir fragen mal die Dishavi, ob die das nicht machen will. So. Fürstin Dishavi, wo auch immer sie sein mag. Nicht hier. Rebache. Nein, nicht schon wieder. Oh nein, der Typ schon wieder. Gucken, was er wieder für eine Armee hat. Ist schon geplündert. Da ist hier unten lang geritten, da lang. Karindi. Das gibt's doch nicht. 202! 81 berittene Kegitenbogenschützen. Ach, los geht's. Du Arsch. Ich muss mit euch privat sprechen. Das will er nicht. Also muss er jetzt... Wir müssen ihn unbedingt einkerkern. Ich hoffe, ich krieg den als Gefangenen. Oh, das wird übel. Alle Mann zurück! Alle Mann auf Distanz! Schnell, 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 schnell! Die Infanterie kann angreifen, die sind egal. Weg mit den Bauern. Verheizt die Bauern, los! Kavallerie! Sollen die erstmal da angreifen? Das Problem ist, die müssen da alle rauskommen. Oh, sind noch ein paar Infanteristen von mir dabei. Das ist natürlich nicht so toll. Das haben die auch doofe Wunderbeine? Das sieht nur so aus, ne? Ach, egal, was soll's. Angriff! Macht sie fertig! Und Infanterie, los! Bauern, meine ich. Es gibt Infanterie und es gibt Bauern. Oh Mann, ey. Jetzt geht's los. Gut, dass die alle abgesessen sind. Ach, mich nichts töten. Wahrscheinlich schon, aber... Das ist nicht gut, Kavallerie. Du musst da hoch. Die schießt nicht zusammen. Ich spreche mit der Kavallerie, als wenn es eine Person wäre. Scheiße, scheiße, scheiße. Immerhin lebt mein Pferd noch. Oh Mann, ey. Was ein Gemetzel. Na, hast du nicht aufgepasst? Oh, scheiße. Ach, guck mal, die Kavallerie hat's geschafft. Die Kavallerie. Oh, da kommt noch mehr. Ey, das ist so hart, ne? Der cheatet sich die doch, der König. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Es sei denn, der reitet die wirklich ab, ne? Also der hat wahrscheinlich ein unendliches Einkommen. Holt sich einfach mal 200 Kegiten. Steht irgendwo rum, Level D. Und irgendwann, wenn er stark genug ist, dann... Naja, dann geht er mir wieder am Sack. Aber das bin ich selber schuld. Weil ich muss den ja unbedingt angreifen, als er bei Kala da rumstand. Guck mal, die parken ihre Pferde da im Haus. Das sieht auf jeden Fall aus. Binden sie an. Wie bei Red Dead Redemption. Und das war eine Lagerverteidigerin. Ja, und sie ist down. Sie tot ist, kann man nur mit dieser Liste sehen, aber die habe ich ja ausgemacht. Meine Güte. Was ein... Das ist halt blöd, dieses Dorf, dass sie halt hier drin stehen. Gerade die Kegiten würden noch nicht ihre Pferde irgendwo stehen lassen. Die würden doch eher das Dorf verlassen. Können doch gar nicht ohne. 200, Alter. 200, ja. Mein Gott, Walter. Es ist so übel. Ich muss den gefangen nehmen und einkerkern. Das hilft nichts anderes. Dann kann er auch nicht mehr fliehen, nicht mehr so gut. Bleibt erstmal für 10 Millionen Jahre drin. Ich kann auch sonst nichts mit ihm machen. Ich könnte ihm ein Geschenk senden, aber gemein kann ich kein Geschenk senden.
Komm, das sind die letzten drei da. Die ganzen Sklaven-Beppos dabei. Es gibt schon wieder viel Zeug. Ist tot? Okay. Ach, da unten sind noch mehr. Immer wenn sie ausholen und dann rückwärts weggehen. Ich schlage zu, aber eigentlich will ich gar nichts, deswegen tue ich nur so. Wunderbar. Ah, oh, ist verbuggt. Na gut. Wir gewinnen und verlieren 20 Moral. Toll, Plünderer. Und er ist leider nicht mein Gefangener. Aber er ist wenigstens vorbei. So, irgendwas anderes wurde noch geplündert. Ich muss jetzt unbedingt sagen, Leute, sammeln. Deswegen greifen jetzt nämlich mal die letzte Wägefeste an. Würde ich mal glatt so sagen. Und kaufen uns einen Kudan erstmal neues Essen. Und sammeln uns auch hier. Schenke. Ich weiß noch nicht, was die jetzt überfallen haben. Und wenn wir Frieden haben, dann regle ich das hier mit den Lehen. Uslum. Uslum. Na gut. So, wer ist das denn? 34. Komm her, du Lappen. Aber ich wollte doch nicht. Tot. So, besser als wenn du dich in der Burg jetzt gleich versteckst. Und wir dich da rausperlen müssen. Boah, hoffentlich ist das eine Burg mit Belagerungsturm oder so. Ohne mit so Riesenzinn, wo man nicht durch kann. Wie gesagt, eigentlich müssten Burgen so zwei Leitern haben, aber die KI schafft es nicht wirklich, zwei Leitern zu benutzen. Also nicht hier. Boah, Alter. Holt sie euch! Macht sie schnell nieder und dann geht's weiter. Guck mal, Bauern. Oh Mann, ihr Lappen. Nichts könnt ihr. Die werden einfach umgeritten und fallen dann schon tot um. Sehr gut. Wunderbar. Ist geflohen. Na gut. So, dann belagern wir schon mal. Ah, das gibt's doch nicht. Hä? Hol ihn dir. Ist das Delin? Ne, Drulis schon wieder. Der Lappen. Vielleicht hat er den 33. Na gut. Da rutschen wir jetzt auch nochmal kurz drüber. Wir verteidigen unser Reich gegen die Eindringlinge. Ach ja. Sie haben unrechtmäßig unser Land besetzt und wir wollen es zurückerobern. Genau so. Na. Los, los, los! Angriff! Ach, ist immer schön, wenn dann die Infanterie noch nachstürmt, wenn sowieso schon alles vorbei ist. Und sie versuchen, sich durchzuquetschen, um die weiteren Verstärkungen, die nicht existent sind, wie auch immer. Sieg für mein Gott Walterland! Das beste Land überhaupt. Fürst Uquace. Dankeschön. Ach ja, wir müssen dem noch ein Lehen geben unbedingt. Wie der aussieht. So, dann los. Komm, wir machen noch Hanun platt. Angebot annehmen. Sonst haben wir ein Problem. Wir machen das jetzt hier den Erdboden gleich. Gleich. Und dann belagern wir Burg Nelak. Da kommt auch schon Hilfe. Örtliche Würdträger eines Dorfes von der Saunis Internat beansprucht wurde. Nord. Okay, das ist nicht unser Problem. Und nochmal 16.000. Sehr gut. Das war jetzt auch durch Kudan. Jetzt können wir es eigentlich auch abgeben. Jetzt haben wir dadurch richtig Kohle bekommen. So. Oh nein. Ach, egal. Das ist nur Müll. Das bringt echt gar nichts. Aber Essen haben wir jetzt genug.
Damit können wir auf jeden Fall gut was anfangen. So. Noch Viehherden haben wir sogar hier. Falls wir mal Hunger kriegen. Belagert die Burg. Blablabla. Warum finde ich... Okay, das sind nur Leitern wieder, aber gut. Ich habe jetzt nicht reingeguckt. Lass uns überraschen. Oder nochmal abbrechen kurz. 111. Ich guck mal nicht, was drin ist. Oh, meine Güte. Ja, wir haben noch 10 Minuten. Das sollte ja wohl reichen, hoffentlich. Und los geht's. Oh mein Gott, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sollte ja wohl machbar sein. Gerade hier mit der Anhöhe. Scheiße, komm schon. So, ich gehe jetzt direkt zur Burg. Die Kavallerie soll hinten bleiben. Die können wir erstmal zu Klump schießen. Sehr schön. Ach, wunderbar. Guck mal. Eine Bresche. So muss das aussehen. Es muss eigentlich jede Burg muss eine kleine Bresche bekommen. Kleine Bresche. Oh, überall Bogenschützen. Wir warten erstmal ein bisschen. Wir wollen ja nicht zu viele Verluste haben. Guck mal, er da. Geht doch. Meine Güte. Ich glaube, das Beste ist, wir greifen an. Das sind alles nur Bogenschützen. Ich glaube, die schaden uns mehr, als wenn wir nicht angreifen, als... Das gibt's doch nicht. Ich hasse das. Penner. So, jetzt haben wir ihn. So, jetzt den da noch. Zack. Nein, doch nicht. Zack. Nein, doch nicht. Zack. Zack. Wunderschön. Ah. Blabla, 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 blabla. Ne, Entschuldigung. Ich muss nochmal testen wegen meinem Mikrofon. Ich bin momentan ein bisschen paranoid, aber es liegt einfach an meinen Kopfhörern. Oh mein Gott. Ich hol die Bogenschützen mal hier hin. Meine Güte, die sind aber auch ein Reinhauen. Jetzt gehen wir mit hoch. Und neue Pfeile, aber das sind genug. Es wird laut. Er hat auf mich gezählt. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Gott. Ich brauche die Fernkämpfer hier. Oh, Gott. Ich geh wieder runter. Wir müssen da oben rein, schnell! Oh Gott. Oh Jesus Maria, ich geh wieder runter. Alter, ist die Hölle da oben. Es ist tatsächlich die Hölle des Pfeilwahnsinns. Also diese Burg braucht definitiv Bogenschützen als Verteidiger. Oh mein Gott. Nee, kann ich vergessen. Ich gehe da mal wieder runter. Wenn auch vielleicht ein bisschen zu schnell. So, Fernkämpfer müssen wieder hier hin. Fernkämpfer, bitte wieder rückwärts gehen, wenn es geht. Und euch da hinstellen. Das ist ja übel. Lebt er noch? Nein. Mein Gott, ey. Was eine Geburt. Komm, alle mal runter nochmal. Sonst braucht das zu lange. Sollen lieber die Gegner alle nochmal an die Breche kommen, die wir dann wegballern können. Boah, guck mal, jetzt haben wir auf einmal massig verloren. Da sind sie wieder alle. Jetzt rollen die aber alle tot runter hier, pass auf. So, wie schmeckt euch eure eigene Medizin hier? Seht ihr den Pfeil? Ich schicke den direkt zurück.
Oh, nee, geht glaube ich gar nicht. Bei dem nicht. Auf der Leiter nicht. Okay, der ist auch hinüber. Erstmal schön schießen, ja? Ich meine, die sehen von da oben ja bestimmt ziemlich viel. Geht doch. Wirfst du Steine? Oh, ich hab mich sogar getroffen. Meine Güte. Leute, Runde 2. Meine Güte. Da bist du wohl. Für 100 sind das aber ganz schön viele auf der Mauer. Oh, das war mein eigener, na toll. Ich will nach links da in diesen Turm rein, aber... Meine Güte. Ach Leute, geht doch nicht mal in meine Schussbahn. Sieht besser aus, es lichtet sich. Los, Angriff! Oh, jetzt habe ich gut reingehauen. Bin auch der Beste. Bogenschützen hier hoch und ich gehe da rein. Uhuhuhu. Komm nie wieder raus. Hab ich noch Pfeile? 6. Okay. Oh, da kann ich nicht hin, die Arschlöcher. Oh, er hat einen Pfeil abbekommen. Okay. Gucken wir mal hier oben. Okay, da liegen noch Pfeile. Das ist sehr gut. So, da sind keine mehr, ja? Da hinten sind aber noch welche. Und unten. Und da hinten. Boah, das war cool. Wir haben so viele Verluste, aber ey, das war ja geil. Alter, wir haben es aber noch geschafft. Ich dachte, wir hätten schon längst überzogen, aber ist wohl nicht so. Sehr gut. Ah, diese Burg gehört uns. Den Besten. Den Besten aller Besten. So, wie viel haben wir denn hier? 17 getötet, 42 verwundet. Okay, feindliche Verluste alle. König Jarolek schafft es zu fliehen. Wahrscheinlich aber das letzte Mal. Herr König Jarolek. Leck. Hat sich sonst wo zur Ruhe setzen. Schade, dass sie nie Rekruten von irgendwie... Ah, immer von allem eins. Das ist halt immer so... Klingenschwester. Da habe ich... Bauernsfrau. Oh, Bauernsfrau. Wie viele Klingenschwestern habe ich überhaupt noch? Ich habe ja alle mitgenommen. Wir hatten 17. Jetzt sind es noch 13. Okay. Bauer... Hier war doch gerade eine, warte.
Das sind noch Sklaven, Sklaventreiber, das ist gut. Lagerverteigerin, Lagerjägerin, das ist gut. Aber wir können einiges mitnehmen. Die Burg geben wir dann jetzt direkt mal diesem Vuldrat, oder? Nee, warte, das muss ich anders machen. Klingschwester, da ist sie doch. Ja, sehr schön. Vier Dingensbummens. Sehr schön. Ah. So, diese Burg. Plus, das gibt ja einiges hinterher, was da mitkommt. Also, wir könnten das Fürst Uquest geben. Guck mal, Fürst Tonyo hat zum Beispiel nur eine Burg. Ich würde gerne... Gut, pass auf. Wir machen das selber. Ich verlange die Burg... Nelek für mich selbst. So, jetzt würde ich gerne Frieden machen. Irgendwie. Nehmt das Angebot an. Wer ist denn hier noch? Das bin ich, ne? So, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Ich muss da ein bisschen was reintun, natürlich. Garnison, Rekrut, Miliz. Ich weiß, wenn ich das jetzt irgendjemandem gebe, dann... Na gut, ich werde jetzt mal das ohne euch machen. Ich reite jetzt zur Burg zurück, mach Frieden mit den Wägen, wenn das überhaupt geht. Wenn die überhaupt noch existent sind. Und dann verteile ich mal die Länder rein, so wie ich meine, wie es am besten ist. Ich will das halt selber machen. Zum Beispiel will ich hier auch die Burg tauschen. Ich will, dass zum Beispiel Deshavi am besten Kudan tauscht mit ihrer jetzigen Burg. Dann geben wir nämlich die Burg, die sie hat. Ich glaube, Alburg geben wir dann dem Vuldrat. Und Deshavi bekommt Kudan und Tismir, das Dorf. Kudan, Tismir und Schapeshte. Und der neue Lord bekommt Burg Nelak mit Hanun. Und Schulus und Uslo müssen wir mal gucken, ja. Ich überlege mir das noch. Ist ja egal, ich will eigentlich nicht alle so überall liegen, aber was soll man machen? Das war's von mir, von Mountain Blade Warbands. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.